Ja, herzlich willkommen zu dieser kurzen Einführung in Ubuntu mit der Unity-Oberfläche. Und ich möchte dir ein paar Dinge sagen, die es einem Windows-Benutzer erleichtern sollen, hier bei Ubuntu sich zurechtzufinden. Du siehst hier gerade die Benutzeroberfläche von Ubuntu. Vergleichbar mit der von Windows kann man auch hier einige Dinge anklicken und dann eben bestimmte Dinge machen. Das erste zeige ich dir, wie man die wichtigsten Dinge nennt. Hier auf der linken Seite ist der sogenannte Starter. Hier oben ist der Launcher. Hier mit der linken Maustaste draufklicke, gibt es hier ein paar Dinge. Wenn ich hier zum Beispiel beim Starter draufdrücke, wird hier zum Beispiel der Firefox gestartet. Und du siehst, dass hier links dann der Starter wieder verschwindet. Wenn ich hier auf die sogenannte Super-Taste drücke oder auf die Windows-Taste mit der Windows-Tastatur, wird es dann hier wieder eingeblendet. Wenn ich länger drauf bleibe, sieht man hier zum Beispiel, da hier Zahlen eingeblendet und hier zum Beispiel ein S. Das ist ja ein Shortcut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Windows-Taste gedrückt lasse und dann einen Dreier drücke, wird hier dann der LibreOffice 3 Writer gestartet und ich kann also dann auf sehr bequeme Art und Weise hier dann mit Tastaturkombinationen mir Programme starten aus dem Starter. Ich mache das jetzt hier zu. Wenn ich das hier zumachen möchte, siehst du schon, dass hier das Zu und das Minimieren und das Vergrößern an einer anderen Stelle ist, als du es von Windows gewohnt bist. Hier kann ich es zumachen. Und hier habe ich noch das vorgehende Firefox-Programm offen. Wir sind wieder hier. Dann haben wir hier oben den sogenannten Panel und der zeigt immer an Dinge, die gerade hier im Fokus stehen. Mit denen kann man dann Dinge machen. Also hier zum Beispiel könnte ich Ordner anlegen gehen. Es ist hier der Desktop im Fokus, also im Vordergrund. Man könnte hier zum Beispiel Ordner anlegen. Das ist hier eingeblendet. Man könnte jetzt hier zum Beispiel Probe angeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Firefox hineingehe und diesen dann starte, dann integriert sich der in den Panel. Es verschwindet. Wenn ich mit der Maus hinauffahre, werden hier die Menüpunkte von Firefox eingeblendet. Also hier zum Beispiel Hilfe über Firefox. Wird dann hier die Version 6.02 eingeblendet, die gerade bei mir jetzt hier aktuell war, wenn ich rauffahre, wird sie wieder eingeblendet und hier sogar das Schließen. Und darüber hinaus gibt es in Ubuntu hier dann rechts noch das sogenannte Benutzermenü. Da kann ich ein paar Einstellungen vornehmen. Ich könnte hierher gehen und könnte hier zum Beispiel dann, muss ich runterfahren, könnte hier zum Beispiel hier den Computer ausschalten oder könnte auch die entsprechenden Systemeinstellungen vornehmen. Ich mache das jetzt hier gleich, wieder Systemeinstellungen. Was erinnert an die Systemsteuerung von Windows 7. Ich kann hier ein paar Einstellungen vornehmen, ich könnte hier den Bildschirmschoner zum Beispiel einstellen. Ich kann bestimmte Dinge mir einrichten, Drucker zum Beispiel. Und habe mehrere Möglichkeiten, dann etwas festzulegen. Hier zum Beispiel das Systemüberwachen, wenn ich jetzt starte, ist das hier vergleichbar mit dem Steuerungstaste der alten Entfernung von Windows. Ich habe hier dann Prozesse eingeblendet. Ich sehe dann hier, um welche Systeme es sich bei mir handelt, welcher Speicher ich hier freigegeben habe, wie viel verfügbarer Speicherplatz noch da ist. Ja. Wenn ich etwas einstellen möchte bei meinem Ubuntu, dann empfiehlt es sich hier dann auf Systemeinstellungen zu gehen und hier erscheint dann dieses Menü. Darüber hinaus, wenn wir vielleicht anfangen, auf der linken Seite hier mit dem Starter und mit der Möglichkeit direkt Programme aufzurufen, vergleichbar mit der Taskleiste unter Windows 7. Die wollen wir jetzt miteinander besprechen. Wenn ich hier drüber fahre, werden hier ein paar Hilfstexte eingeblendet, worum es sich hier gerade handelt. Das sind so die Eigenschaften. Er ist immer fix eingeblendet, dieser Starter, es sei denn, ich starte ein Programm. Also wenn ich den Firefox starte, wird zum Beispiel hier dieses Menü ausgeblendet. Ich kann es dann wieder einblenden, entweder wenn ich länger hier bleibe oder wenn ich eben diese Starttaste drücke oder wenn ich länger gedrückt lasse, werden hier diese Shortcuts eben dann eingeblendet. Was ebenfalls praktisch ist in dieser Ubuntu-Version, wenn ich hier raufgehe, kann ich zum Beispiel einen Doppelklick das Fenster hier wieder normal machen, unter Anführungszeichen. Ich kann es jetzt vergleichen. Man kann jetzt hier dann zum Beispiel eine zweite Firefox-Seite aufrufen, wenn ich hierher gehe und die sogenannte mittlere Maustaste drücke. Das würde dann bedeuten, bei einer Maus, wenn man sie hat, auf das Mausrad zu klicken. Und schon habe ich ein zweites Fenster hier.
kann ich ebenfalls mit Arrow Snap arbeiten, vergleichbar mit der Möglichkeit, die es auch unter Windows 7 gibt. Wenn ich hier dieses Fenster nehme und hier nach links fahre, dann ein bisschen schneller mache, dann wird das hier auf die Hälfte des Bildschirms eingestellt. Wenn ich das hier rechts mache, zum Beispiel ebenfalls, wenn ich das dann wieder herunterziehe mit gedrückter linker Maustaste und nach oben ziehe, schnell, dann habe ich hier die ganzseitige Darstellung. Das wird jetzt hier kleiner. Ich kann also so ganz bequem dann mir das einstellen. Das wäre hier zum Beispiel ganz praktisch beim oberen Bereich. Wenn ich einen Dateiordner öffne, dieser Dateiordner zeigt mir jetzt hier ein paar Dateien einmal an. Ich kann die hier dann auch zum Beispiel etwas ausweiten. Dann kann ich hier einfach, wenn ich das dann mit der Funktion hier mache, kann ich das hier rechts zuordnen zum Beispiel, die Hälfte. Dann mache ich es nochmal mit dem Mausrad, mache dann ein zweites auf und kann es dann gemäß nach links schiebe, kann ich hier dann von der linken Seite in die rechte Seite zum Beispiel ganz schön Dinge dann kopieren. Ja, wenn ich hier länger drauf bleibe auf der sogenannten Starttaste, habe ich schon erwähnt, da werden hier diese Shortcuts erwähnt. Sie könnte hier zum Beispiel ein Fenster aufrufen oder andere Dinge mir dann anschauen. Wir werden dann gleich dazu kommen. Darüber hinaus besteht dann auch noch die Möglichkeit, Programme mehrfach zu öffnen. Das habe ich schon erwähnt, mithilfe des Mausrads letztlich. Auf diesen Bereich hier habe ich hier sogenannten Arbeitsflächenumschalter. Wenn ich jetzt hier oben etwas öffne, zum Beispiel den LibreOffice Writer, das Gegenstück zum Microsoft Word zum Beispiel, dann kann ich hier wieder hierher gehen. Vielleicht minimiere ich es ein bisschen. Dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite, dass hier zwei weiße Pfeile sind. Wenn ich jetzt hier noch einmal draufklicke, mir das nochmal einblende, sehe ich zum Beispiel, dass hier, dann sehe ich jetzt hier, dass hier zwei Pfeile sind. Das heißt, ich habe zweimal den Writer geöffnet, also zwei Writer-Dateien, und hier links dieser Pfeil zeigt mir an, dass der gerade im Vordergrund ist. Das wäre hier dieser Bereich. Wenn ich jetzt das andere weiter noch eingeblendet haben möchte, dann kann ich Alt-Tabulator nehmen. Und dann werden mir dann die entsprechenden Fenster eingeblendet, die gerade offen sind. Ich kann durchgehen, Sie sehen hier zum Beispiel der Firefox, hier diese zwei Möglichkeiten. Da habt ihr dann so gesehen. Und dann gibt es hier unten eben diesen Arbeitsflächenumschalter. Wenn ich jetzt so drauf klicke und mit der linken Maustaste einen Doppelklick mache, ja, jetzt, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass ich vier Arbeitsflächen habe. Ich kann jetzt hier eines dieser Felder zum Beispiel da hereingeben. Wenn ich hier nochmal hergehe, sehe ich hier dann zum Beispiel, dass ich das da herschieben möchte. Ich könnte hier dann zum Beispiel wieder ins erste gehen und könnte mir dann hier dieses Fenster wieder einblenden lassen und habe dann hier einen Firefox. Wenn ich jetzt hier wieder heruntergehe in die Arbeitsfläche, habe ich hier den Firefox, hier die erste und die zweite Writer-Datei, die ich geöffnet habe. Somit kann ich also sehr schön Ordnung halten. Ich kann das jetzt auch dann im ersten wieder leer machen, kann auch nur hier hineingehen und habe das dann so dargestellt. Also ich habe jetzt hier vier Arbeitsflächen, zwischen denen ich hin und her schalten kann und so dann meine Fenster, die ich da geöffnet habe, dann schön sortieren kann. Worauf ich natürlich verweisen möchte, ist, wenn ich hier mit diesem Firefox zum Beispiel anschaue, dann verschwinden hier die Menü. Hier geht, verschwinden die Menüpunkte gänzlich aus diesem Firefox und ich sehe das dann hier oben da eingeblendet. Wenn ich sie maximiere, dann wird hier links der Starter ausgeblendet und ich habe dann hier herum, wenn ich erst hinfahre mit der Maus, werden erst dann die Menüpunkte eingeblendet. Sicherlich eine Sache, die man eher vom Apple her kennt, aber die unter Windows noch nicht ganz so bekannt ist. Hintergrund ist, dass man Platz sparen möchte, gerade auf, bei Monitoren, die weniger Platz bieten, sprich bei kleineren Computern wie Netbooks, ist das sehr platzsparend und sehr praktisch. Ja, jetzt haben wir auf der linken Seite schon manche Dinge angeschaut und jetzt kommen wir zum sogenannten Ubuntu Software Center. Wenn ich jetzt hier links draufklicke, wird dann ein Fenster geöffnet und wir sehen dann hier mehrere Bereiche von Software, die installiert werden kann. Also unter Ubuntu werden gerade Anfänger und letztlich auch die meisten Benutzer, wenn sich hier Anwendungen immer über diesen Bereich installieren. Man kann hier kostenlos Programme installieren,
die getestet sind und die dann auch zum Teil zum Beispiel Empfehlungen haben. Also wenn ich hier zum Beispiel zeigen möchte und mir ein Spiel installieren möchte, dann habe ich hier Kategorien von Spielen. Könnte hier zum Beispiel, also insgesamt sind 535 Spiele, die man da kostenlos installieren kann, gehe zum Beispiel auf Brettspiel und schau dann, was ich mir da installieren möchte. Rechts hat man dann die entsprechenden Bewertungen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, 3D-Schach. Schauen wir dann die Informationen dazu an. Stehen dann auf Englisch oder auf Deutsch zum Beispiel da. Da steht dann, wie viel Kilobytes zum Beispiel der Fall ist. Wurde noch nicht bewertet. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ich klicke auf Installieren. Ich habe das noch nicht probiert. Hier wird dann, wie bei Ubuntu üblich, dann eine Genehmigung eingefordert. Also Ubuntu geht sehr viel um Sicherheit. Hier gebe ich mein Masterpasswort an, jenes Passwort, das ich bei der Installation verwendet habe. Ich habe hier bei mir als Passwort Schule verwendet, kleingeschrieben. Ich habe es jetzt legitimiert. Es steht dann hier, es wird installiert. Und während des Installationsvorgangs wird hier zum Beispiel noch angeführt, zum Start hinzufügen oder nicht jetzt. Man könnte es auch später machen. Ich mache jetzt mal zum Start hinzufügen. Dann wird auf der linken Seite, wenn das Programm installiert ist, wenn es funktioniert, wird hier auf der linken Seite dann ein Symbol für diese Schacht dann dargestellt. Ich kann hier den Verlauf von Installationen zeigen. Also man sieht, dass ich hier schon einige Dinge heute installiert habe. Und man kann darüber hinaus natürlich auch dann sich alle bereits installierten Anwendungen zeigen lassen, oder man kann auch neue Anwendungen installieren aus allen möglichen Bereichen. Also eine unglaubliche Menge. Es sind hier fast 34.000 Programme, kann man hier kostenlos herunterladen und sich einfach in dieser bequemen Art und Weise installieren lassen. Man könnte natürlich auch hergehen und dann wieder etwas deinstallieren. Wenn ich etwas auswähle, kann ich auf Entfernen gehen. Schauen wir, ob das jetzt funktioniert hat. Ich klicke hier und schon habe ich hier ein Programm. Muss man schauen, wie das geht. Geht das dann? Aha, hier ist dann mehrere, dann kommt dann der andere. Das müsste man sich anschauen. Ich schließe das Ganze jetzt und denke mir, na okay, Schach möchte ich jetzt nicht spielen. Ich entferne das Ganze wieder, wird das Ganze dann deinstalliert. Also du siehst schon, wie einfach es ist, über das Ubuntu Software Center etwas zu installieren. Dann gibt es hier Ubuntu One, das ist eine Sache, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Man hat hier über diesen Weg die Möglichkeit, 2 GB an Daten ins Internet auszulagern, kostenlos. Man kann so dann wieder, wenn man am anderen Rechner wieder mit Ubuntu arbeitet, sich diese Daten dann herunterholen. Wenn jemand zum Beispiel zu Hause einen PC hat und einen Laptop hat und ist unterwegs, arbeitet mit dem Laptop, dann kann man das ins Internet hinausspielen und kann dann wieder, wenn man zu Hause einen PC arbeitet, kann man sich das dann auf dem eigenen Rechner kostenlos wieder dann herunterholen. Ich mache das jetzt hier mal zu. Auch den Firefox. Dann haben wir schon über die Arbeitsflächenumschalter gesprochen und es gibt hier die Möglichkeit, Anwendungen direkt auszuwählen. Ich klicke mit der linken Maustaste herauf. Hier rechts unten haben wir die Möglichkeit, dieses Fenster dann zu maximieren. Man könnte hier dann zum Beispiel die am häufigsten benutzten Symbole sich anzeigen lassen, wie hier zum Beispiel Google Chrome. Wenn ich möchte, dass ich das Google Chrome zum Beispiel da unten landen soll, ziehe ich es mit der linken Maustaste hierher. Habe das Programm im Start, dann könnt ihr hier dann mit der linken Maustaste das Programm von hier aus dann starten. Bei mir ist es jetzt gestartet, ich schalte es wieder ab und kann es auch wieder aus dem Start entfernen, was nicht bedeutet, dass ich es deinstalliere. Geht dann wieder in dieses Anwendungsfenster hinein und kann hier dann diese Anwendungen, die bei mir schon installiert sind, nach bestimmten Kategorien mir gefiltert darstellen lassen. Also zum Beispiel unter Bildung sind hier diese Programme schon vorinstalliert. Nein, nicht vorinstalliert, sondern könnte ich jetzt zum Beispiel herunterladen. Und ich könnte auch andere Programme mir anzeigen lassen, die schon installiert sind. Spiele zum Beispiel, die sind hier installiert. Von vornherein, die könnte man noch weiter installieren, also eine Menge von Dingen. Und ich kann auch hier aus diesem Bereich hier nach Programmen suchen, zum Beispiel nach GIMP. Ich habe einmal GIMP installiert. Und finde das? Nein, weil es nicht um die Spiele geht. Deswegen würde ich alle Anwendungen hier einstellen und dann hat man GIMP gefunden und kann GIMP dann zum Beispiel auch so starten. Mache es jetzt gleich wieder zu. Ja, ist die Möglichkeit eben auf Anwendungen zugreifen zu können. Dann habe ich hier die Möglichkeit auf Dateien und Ordner zuzugreifen. Wie eine Menge von Dingen. Die einem ermöglichen, dann schneller Dinge zu finden. Ein wichtiger Punkt ist hier bei deinem Ordner, dass hier nur das sogenannte Home-Verzeichnis durchsucht wird. Und das ist dieses Verzeichnis hier, der sogenannte persönliche Ordner, den man hier findet.
Und wenn ich mir auf der linken Seite das jetzt hier anschaue, dann sieht man den Inhalt dieses persönlichen Ordners. Und hier unten ist das Dateisystem. Das schaut bei Linux so aus, dass es bestimmte Ordner gibt, die es bei Linux immer wieder Erwähnung finden. Und da ist eben der Ordner, bei dem das sogenannte Heimverzeichnis, Benutzerverzeichnis beinhaltet, ist hier bei Home. Wenn ich hergehe, bin ich der Benutzerschule und habe dann hier mehrere Ordner dann bei Benutzerschule dann herinnen angelegt. So gibt es hier mehrere Ordner, bei denen man eben dann bestimmte Dinge einstellen kann. Aber in der Regel hat der Benutzer von Linux, der Durchschnittsbenutzer, der nicht viel über, also wenn er nur Benutzer ist, an und für sich hat er immer nur in diesem Home-Verzeichnis zu tun, auch aus Sicherheitsgründen. Das hat auch einen weiteren Vorteil, Lebenssicherheitsgründen, dass man im Prinzip nur diesen Home-Ordner sichern müsste, auf Festplatte sichern müsste, und hat die ganzen Daten eines Benutzers dann auch dementsprechend dann geschützt, wenn der Computer kaputt gehen sollte oder was auch immer. Das sind so die großen Vorteile dieses Bereichs hier. Ja, und dann zur Frage, ob man auch Windows-Software verwenden kann. Es gibt hier ein Programm, das ich bei mir schon installiert habe. Ich gehe hier wieder zu Anwendungen und gebe hier ein Wine, so wie der Wein. Und da sieht man schon, dass bei mir das installiert ist, das Wine-Programm. Und dieses Wine-Programm hat die Aufgabe, dass sehr viele Programme, die für Microsoft Windows geschrieben wurden, auch unter Linux funktionieren können. Und so habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hineingebe, Programmierung, habe ich zum Beispiel hier das Programm Notepad installiert. Und wenn ich hier rechts auf Öffnen gehe, wird dieses Programm Notepad dann geöffnet und gestartet mit Hilfe dieses Wine-Programms. Man sieht hier jetzt wirklich ein Windows-Programm, das ich jetzt hier unter Linux starte. Ich kann hier zum Beispiel auch dann einen Java-Editor starten, auch ein Programm, das für Windows geschrieben wurde. Und somit kann ich dann Windows-Programme, Installationsdateien herunterladen und dann installieren. Und dieses Wine-Programm ermöglicht es dann damit, dann umzugehen. Und somit kann dann Möglichkeit, neben der Fülle von Programmen, die ich hier habe, also das LibreOffice, also das Gegenstück zum Microsoft-Produkt, Nachfolger von, könnte man fast schon sagen, von OpenOffice, habe ich hier auch die Möglichkeit, dann noch weitere Einstellungen vorzunehmen. Also zum Beispiel sieht man hier dann, welchen Status man hat, dass ich gerade im Netzwerk bin. Hier kann ich den Ton, die Lautstärke zum Beispiel verändern, ja, diverse Audio-Einstellungen vornehmen, Lautstärke und so weiter. Ich kann hier zum Beispiel dann mir einrichten, ob ich mein E-Mail-Programm hier verwenden möchte. Ich kann hier auf die verschiedenen Datum und Uhrzeit und so weiter Verstellungen eingreifen. Und natürlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, hier die Systemeinstellung. So gesehen ist Ubuntu ein tolles Open-Source-Programm, günstig insofern, weil hier alles, was wir hier sehen, kostenlos der Fall ist. Und wer Ubuntu verwenden möchte, kann dann zur Webseite www.ubuntu.com gehen. Ubuntu.com gehen. Das ist die Heimseite praktisch von Ubuntu. Man kann dann hier auf Get Ubuntu gehen, kann sich Ubuntu runterladen und kann sich hier dann eben, bevor es herunterladet, entscheiden, wie man dann Ubuntu auf den eigenen Rechner bekommt. Man kann auch Ubuntu innerhalb von Windows zum Beispiel laufen lassen. Eine tolle Sache, die man an und für sich weiterempfehlen kann. Und wer dann noch mehr über Ubuntu wissen möchte, der kann dann hier die Hilfe aufrufen. Wo war das da? Hier die Hilfe, Ubuntu-Hilfe. Und da werden dann in dem Fall in englischer Sprache, werden dann hier weitere Informationen gegeben über Ubuntu im Allgemeinen, was man damit machen kann. Und welche Denkweise dahinter steckt, wie man eben mit den Daten und so weiter umgehen kann. Ich hoffe, einen guten Hinweis gegeben zu haben für Windows-Benutzer, um sich dann Ubuntu in der neuen Unity-Oberfläche zurechtzufinden.